kam eine Band, die war jung, die war frisch und machte eine Musik, von der man eigentlich schon glaubte, dass sie ausgestorben sei. Von da an hat man schon so gemerkt, dass das kein Scheiß ist. Also da braute sich was zusammen. Also, soweit ich weiß, hat sich die Band wegen einer Kassette gegründet, die der ehemalige Schlagzeuger auf dem Bürgersteig gefunden hat. Da waren wir zumindest in unserem regionalen Bereich auch ziemlich Pionier. Yes! Das ist herrlich. Ein Sonntagmorgen und gleich wird Musik gemacht. So muss jeder Tag beginnen. Es geht mir darum, so eine private Vorstellung mit der Band umzusetzen und dabei wirklich ein eigenes Ding zu machen. Wir müssen gleich mit der Kamera noch einmal kurz eine Sequenz aufnehmen, wo du sagst, super, first take, können wir direkt so nehmen. Es wird viel gelacht, so viel steht fest. Da kommt irgendwas rüber und das kommt von Herzen. Im Vordergrund steht, dass man selber für sich persönlich da wirklich was von hat und sich dann daran erfreut. Ja, doch, es geht! Heute sieht man auf der Bühne eine schon ziemlich professionelle Band, die zweifelsohne Bock hat. Jede Tour ist wie so eine kleine Klassenfahrt. Ich komme in Orte, die ich in meinem Leben wahrscheinlich nie besuchen würde. Und wer mich kennt, weiß, dass ich unter diesen Bedingungen erst recht nicht einschlafen kann. Jede Band, die sich auf eine Bühne stellt, muss was zu sagen haben und muss den Leuten was vermitteln. Das ist ja für mich der entscheidende Punkt. Tatsache ist, dass dieser Transfer stattfindet. Tatsache ist, dass Musik als Sprache der Seele begriffen wird und zur Kommunikation dient. Das Kreative, das der Mensch macht, das sollte auch Spaß machen. Und der Spaß sollte auch rüberkommen. Und das passiert dann.